Hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Thema heute ist eine Erfolgsstory der Überwindung von Bindungsangst. Sehr geil, bleibt dran. Ja, das ist eine Folge-Mail von einer Zuschauerin, die hat schon mal das Video gemacht, ich bin ewig Single, was tun? Ich werde das hier drunter mal verlinken unter der ganzen Geschichte. Und sie ist, glaube ich, damals in dem Video Miriam, genau. Ah, keinen russischen Namen, unfassbar. Okay. Gut, also Miriam schreibt, lieber Christian. Ich bin weiblich, Ende 30, verfolge deinen Kanal fast von Beginn an. Wow, seit 2015? Donnerwetter. Habe seither alle deine Videos gesehen. Oh, da bist du einer der wenigen, der wirklich ganz von Anfang an dabei ist. Sehr gut. Zahlt sich aus, wie man hier sieht. Und da hat es mir bereits bei einer meiner toxischen Beziehungen die Augen geöffnet. Ich habe durch deinen Kanal viel verstanden, erkannt und umgesetzt, viel aufgearbeitet, damit selbst gewirkt, viel über toxische Verbindungen gelernt und befinde mich seit über einem Jahr in einer rundum glücklichen Beziehung mit einem Mann. Das habe ich dir zu verdanken. Danke. Es fällt einem nicht in den Schoß, man muss aktiv werden und konstant etwas dafür tun, alte Muster und toxische Beziehungen hinter sich zu lassen. Aber es lohnt sich so sehr. Ich kann nur jedem raten, deine Videos zu schauen, sicher auch die Kurse zu machen, empfehle deinen Kanal meinen Freundinnen und bin weiter fleißig dabei, deine virtuelle Hilfe umzusetzen. Das ist alles ein Prozess. Auch meine tolle Beziehung. Wir wachsen aneinander, wir geben uns das, was wir brauchen, wir schwingen gleich, wir haben ähnliche Interessen und Hobbys, ähnliche Lebensansichten und ähnliche Ziele. Wir hören die gleiche Musik, es passt im Bett. Was will man mehr, ne? Ich sag immer Chemie und Kompatibilität. Es gibt so viel mehr da draußen, als man denkt. Natürlich gibt es auch Reibereien und gewisse Punkte werden sowohl bei ihm als auch bei mir angetriggert. Aber das macht nichts, denn wir arbeiten zum Beispiel Ängste oder früher gemachte Erfahrungen gemeinsam auf und zeigen uns gegenseitig, dass es auch anders geht. So kann es heilen. Der Beginn dieser Beziehung war einfach im Flow. Hört euch das an. Hört euch das an. Er war einfach im Flow. Und dieser Flow, diese gefühlte Leichtigkeit ist immer noch da. Für diejenigen, die kennen wir ja alle, haben wir alle mal gemacht, sich durchquälen durch so eine Anfangsphase. Hört diese Worte. Weise Worte. Mit dem richtigen, gesunden Menschen an seiner Seite braucht es kein Drama. Und dann ist das vermeintlich langweilige Alltägliche genau das, was man immer gesucht hat. So schön. Freue mich. Genau. Vielen Dank und ganz lieben Dank für deine wertvolle Unterstützung, Miriam. Ja, cool. Also ihr seht, es ist möglich, aber ich denke, dieses Video, was ich damals mit ihr gemacht habe, da ist aus 2017. Das geht nicht so schnell, wie man denkt. Na gut, die sind jetzt auch schon Jahre in der Beziehung, aber also man denkt ja immer so, ah, jetzt habe ich es verstanden, eine toxische Beziehung. So ist es leider nicht und das ist auch je nachdem, wie tief das eingegraben ist, diese co-abhängigen Muster in die Familienstory, ich würde sogar fast sagen, manchmal ins Karma irgendwie. Manchmal dauert es dann länger, als man denkt irgendwie, aber es ist nicht schlimm. Also es läuft dann nicht die Zeit weg und ja, man muss halt nur dranbleiben und immer wieder sagen, nee, nein, und auch wenn man nochmal fällt und nochmal fällt und nochmal fällt, dranbleiben, weitermachen, die Arbeit machen. Und dann wird es auch irgendwann Ergebnisse geben, ne? Es ist beim einen, wie gesagt, beim einen vielleicht schneller als beim anderen, aber das hängt nicht davon ab, wie schlau man ist, sondern das hängt auch wirklich ab, wie tief das eingegraben ist und wie viel du dir auch für dieses Leben so in deinen Rucksack gepackt hast. So, ja. Genau, dann noch kurzer Hinweis. Am 7. März gibt es noch einen Liebeship-Live-Tag in Murnau in der Nähe von München neu. Wenn ihr euch dafür interessiert, coole Sache, auch mal
Gerade die Leute, die live kommen, die ja, nehmen, glaube ich, auch eine ganze Menge mit. Und würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und wir werden uns bald wiedersehen.